Hallöchen, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mauszeiger im Weg. Und diese Szene habe ich schon so oft in meinen Projekten gebracht. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir einen kleinen Schlüssel bekommen haben. Und jeder, der weiß, wir haben am Anfang von dem ganzen Komplex einen hier gehabt. Und da werden wir jetzt auch durchgehen. Ja. Oh, da ist eine Truhe und Eis und noch eine Truhe, okay. Wenn ihr meint, und da sind was für Bomben. Okay. Und wir halten einen blauen Rubin. Super. Und jetzt klatschen wir die da wieder an die Wand, weil ich glaube, da gab es schon ein Part, wo das gang und gäbe war. Komm mal her. Komm her, böser Wolf. Ich bin ein so schlechter Spieler, Mann, das ist doch nicht... Okay, das ist weit geflogen gewesen. Okay, nett, dass die Wand im Weg ist. Finde ich echt klasse. So. Oh, Herzen. Okay. Gut, hier können wir mit der Bombenmaske anscheinend was ausrichten. Das finde ich supi. Okay, wir ist so. Boom! Weg damit. Okay, hier geht's hoch. Ist schon mal sehr schön. Mal eben die Maske eben umwechseln. Okay, hier ist es glitschig. Hier sind Pfeile. Super Pfeile. Okay, wir haben komplette Pfeiler. Gut, das ist sehr schön. Hier kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Oder kann ich die da oben anschießen? Guckt euch diese Bestie da hinten an. Sie scheint eingefroren zu sein, aber sie ist es nicht. Wartet, ist das da oben? Das sind das Stalagmiten. Okay, ich könnte sie zertrümmern, aber das bringt mir einen feuchten Dreck. Moment, kann ich da hinten mit dem Pfeil diesen Block da kaputt machen? Nee, das wird nicht funktionieren. Gut, dann wollen wir mal hier hoch. Um zu gucken, was uns hier erwartet. Da oben kommen wir definitiv hoch. Das sind ja alles diese schönen kleinen Rubine, die wir letztes Mal Vorgänger schon kannten. Nur, dass sie diesmal nicht Silber sind. Auf jeden Fall ist hier viel und hier können wir hoch. Okay. Ich will hier gerne mal hochklettern. Das wäre nett. Kann ich unbedingt da hoch? Nein, ich muss anscheinend hier diese ganzen Sachen hier zerstören. Wow. Und die Stalagmiten fallen hier wieder runter wie Hölle. Komm, wir müssten da doch eigentlich raufkommen, oder? Also hoch. Einmal ausprobieren. Und alle abs. Ja, wir kommen hier hoch. Wunderbar. Und was ist hier drin? Ich würde sie gerne öffnen. Okay, von der anderen Seite. Okay. Und noch eine Fee, okay. Nummer 5. Okay, das heißt, 5 Stück haben wir schon, wie man nun schwer... Oh, das war ein guter Sprung. Ich kann die da oben angreifen. Okay. Bringt das was? Noch ein. Okay, das ist super. Da oben ist noch einer, aber da kommen wir noch nicht ran. Und noch einer zerstört. Und den da oben auch noch. So, so geht das auch. Gut, dann haben wir ein größeres Ziel. Wie
ich gerade die Pfeile einfach so vergeudet? Ich bin so ein schlechter Spieler. Okay, auf jeden Fall könnten wir gleich ganz viele Rubine einsammeln. Sacken. So. Voila. Dann hätten wir hier alle kaputt gemacht. Und können hier weiter. Wow, Link, pass auf. Danke, einmal. Danke, Link, für dieses schöne, stylische Zeug. Moment. Weil. Okay, das wäre eigentlich so der Hinweis gewesen, dass man hier das machen muss. Aber ich war wieder zu blöd. Okay, Hopsa. Umdrehen. Und Absprung. So, gut. Okay, das wäre der Teil hier. Dann hätten wir da hinten noch ganz viele Rubine. Ups. Ups. Und den will ich auch noch. Den will ich noch. Okay, der war gut, aber wir hätten es auch anders machen können. Indem wir einfach, Moment, ich setze mich mal eben richtig hin, damit ich bequemer zocken kann. So, jetzt bin ich in meiner typischen Zockposition, wenn ich das privat spiele. Ja, ich bin so einer, der irgendwie die Füße immer hochlegt, also auf den Sessel rauf. Ups, okay. Das hat gereicht. Und ich wette, darunter ist irgendwas wie eine Truhe. Ja, wie eine Truhe. Okay. Zerstören wir hier nochmal die Teile. Total sinnlos, aber wir haben sie dann kaputt gemacht. Und was ist in dieser episch aussehenden Truhe drin, ne? Oh, der Schlüssel. Okay, damit öffnest du kleinere Türen. Wie eh und je. Okay, vielleicht kriegen wir noch was Stylisches hin. Und mal links machen. Yay! Und hops. Hops. So. Gut. Öffnen und durch hier. Wo sind wir denn hier? Das sieht irgendwie nach was für den Kronen aus. Hops. Okay, das hat mir gar nichts gebracht jetzt. Was bringt das, wenn ich hier raufgehe mit den Geruhen? Glaubst du etwa, du könntest so etwas Großes bewegen, indem du dich einfach draufstellst? Du musst einen Weg finden, es regelrecht in den Boden zu stampfen. Okay. Hab gefunden. Okay. Das ist mal cool. Also, mir gefallen die Ideen von in dem Spiel mehr als mal besser. Ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist. Der hat drei Stöße. Jetzt habt ihr es in einer schönen Position gesehen. Also, der hat noch so einen Po-Klatscher. Den finde ich ja total cool, eigentlich. Okay, aber da müssen wir mit Link rüber. So. Hops. Und hops. Gut. Was ist hier drin? Ey, Link! Link! Bitte! Ich will es auf altmodische Art und Weise machen. Trank? Trank, okay. Was passiert eigentlich, wenn Link darauf geht? So normal. Nichts. Das ist gut, das ist toll. Okay, Bam. Und da ist der nächste hoch. Was? Zeit? Wieso Zeit? Soll mir das halt sagen? Ich verstehe es gerade nicht. Müssen wir uns mal angucken, was das genau macht. Löst das hier aus, aber was bringt mir das?
Level ist etwa höher, so öfter ich das mache. Hä? Warum verstehe ich dieses Rätsel nicht? Schwer zu sagen, was ich hier machen muss. Und flupp. Was soll ich da mit Grundig auch noch mal rauf? Ich bin jetzt drauf und was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist? Was passiert dann? Die hier ist und die anderen nicht, oder was? Oder muss ich irgendwas mit dem Auge der Wahrheit anstellen, oder? Das Teil gleich mal von der Seite an. Ich will irgendwas vergessen sonst. Okay, die Risse hat dieser hier nämlich auch. Okay, gerade nicht, was es jetzt hier bringt. Ach so, Moment. Okay, verstanden, müsst die Kommentare jetzt nicht flamen. So, gut, also, ups, und so, und dann muss ich da gleich rüber, so, dann springe ich hier rüber. Roll mich hier ein bisschen. Mach das hier. So. Ups. Geh hier hin. Mach dasselbe hier nochmal. Und dann ist da die Tür weg. Jetzt mache ich das normal. Und geh da bequem nicht hoch. Und dann habe ich da halt die Tür. Und ich denke mal, gleich kommt das Dungeon-Item. Und damit wir das im nächsten Part sehen, was das Dungeon-Item ist, machen wir den Part Pause hier. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ciao und bis dann.